So, der letzte Programmpunkt auf der DKM 2019 ist immer eigentlich fast der schönste. Wir haben hier die Erstplatzierten, die Zweitplatzierten und die Drittplatzierte des Jungmakler Awards. Habt ihr damit gerechnet? Nein. Nee, ich für mich kann sagen, man hat eine gute Leistung gebracht, aber man hat auch gemerkt, dass viele andere dabei sind. Was ich aber tatsächlich mal scherzweise gesagt habe, weil wir drei auch so ein bisschen eine Clique gebildet haben, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wir alle drei auf dem Podium sind. Und jetzt ist es lustigerweise genauso gekommen. Von daher ist das natürlich umso schöner. Ja, das klingt nach Self-Fulfilling Prophecy, finde ich sehr schön. Jetzt ist ja auch das Thema immer gewesen, also was ihr immer wieder gesagt habt, es kommt gar nicht so sehr auf den Preis, gar nicht so sehr auf die Gewinne an, sondern es kommt auf das Netzwerk an, das dabei entstanden ist. Das ist ja sicherlich auch noch durch das gesamte Final, diesen Finalprozess und so weiter auch nochmal gestärkt worden. Wie werdet ihr in Zukunft vielleicht miteinander zusammenarbeiten, Geschäft machen, euch weiterentwickeln? Gibt es da Ansätze und Ideen für die Zukunft? Ja, also die Ansätze sind da. Wir unterhalten uns tatsächlich auch gerade schon darüber, in Zukunft vielleicht enger zusammenzuarbeiten. Und daraus, aus dem ganzen Jungmakler Award, haben sich tolle Möglichkeiten ergeben, die wir auf jeden Fall weiterführen werden. Ja, und wo geht's jetzt hin? Für mich geht es jetzt nach Rheinland-Pfalz. Morgen steht Beratung auf dem Tag. Okay. Und also ja, leider ja. Nein, ist gut, aber ich freue mich dann auch auf zu Hause. Ja, bei mir zurück nach Köln. Also ich werde definitiv 12 Kölsch trinken gleich. Bin noch zum Comedy verabredet heute Abend und werde es einfach genießen, das nochmal so rekapitulieren, das so aufnehmen, verarbeiten, posten. Und das einfach genießen und morgen aber auch wieder normal arbeiten. Und du hast noch einen recht weiten Weg vor dir. Ja, ich habe noch einen weiten Weg vor mir. Ich darf jetzt in den Zug und komme irgendwann heute Nacht dann in der Nähe von München an. Und deswegen wird heute nicht mehr so gefeiert, aber morgen Abend werde ich mit dem ganzen Team essen gehen und schön noch anstoßen. Super, ich freue mich für euch. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Kommt gut nach Hause. Ja, und man sieht sich. Danke. Vielen Dank.